Ja, es ist nicht so wie gewollt. Zwischen das Video, ein Like da, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren, vergesst nicht meinen Kanal nicht zu abonnieren, und wenn das tut, dann bitte. Heute geht es darum, eigentlich habe ich schon das Video hochgeladen, FIFA, also eigentlich habe ich schon das Video hochgeladen, FIFA 2021, aber ich mache es für euch nochmal ein Video zum Hochladen zwischen Campionato Primavera, das sind U19 Fußballvereine und das sind, ich glaube, irgendwie 15 und Juventus Turin kontert jetzt. Juventus Turin hat in der ersten Halbzeit richtig gut gespielt. Nach der 18. Minute, Juventus trifft 1-0 in der 18. Minute der Grassa. Ich habe ein Insta-Story gemacht und dann habe ich ihn gemacht. Juventus Turin kommt der Angriff. Juventus, also so sieht es aus. Es gibt 3 Minuten Nachspielzeit. Dieses Video kommt jetzt online, wenn das Match fertig ist. Ja, Juventus Turin. Es ist halt eh so, Leute. Es ist halt eh so. Weil, ja, also. Juventus Turin U19, ja, da kann man mal sagen, Juventus Turin ist Zweiter. Ja, es sind gerade mal 7 Spieltage gespielt. Und. Ja, also, das kann man nicht erwarten. Und dann in der nächsten Halbzeit, wieso? Ich weiß gar nicht, 1-1, in der ersten Halbzeit kommt es zu 1-1. Und ja, in der ersten Halbzeit kommt das 1-1, wieso auch immer. Wieso Juventus? Also Juventus Turin hatte auch die Lücke, zum Beispiel hier das Stadion. 3 Minuten Nachspielzeit. Juventus Turin hatte, wie muss ich das sagen, schon überlegt gespielt. Juventus Turin kommt jetzt. Die Nummer 21, der hat Nintendo und dann, oh, nicht schlecht. In diesem Video 1 Minute. Es ist halt so, Juventus hatte in der ersten Halbzeit 2-1 Rückstand. Und ich muss sagen, als Gegner, als Juventus-Fan muss ich manchmal auch sagen, der Gegner hatte heute einen guten Tag, Juventus Turin hat einen schlechten Tag. Juventus Turin hat immer Fouls versucht, aber ja. Und Sampdoria kommt das 3-1 und ich dachte mir, oh mein Gott, warum? Ach, wieso machen sie das 3-1? Und da kommt das bittere Schläger. Das kommt 3-1, was 4-1. Die Nummer 15 kommt aber, nein. Und das kommt übrigens jetzt online, live Reaction, wenn das Video fertig ist, Leute. Und hoffentlich habt ihr diesen Video euch gefallen lassen, Like da lassen, aber da vergesst nicht mein Account zu folgen. Und oh, Juventus fasst den 4-2 vorbei. Sampdoria gewinnt 4-1. Ja. Ja. Das ist einfach nur schlecht. Niederlage von Juventus Turin und dann, ja, Juventus. Und das wär's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag und einen schönen Sonntag.